Einmal rein. Okay, guten Tag. Habe ich gerade irgendwas kaputt gemacht? Ich mache einfach mal ein Bild der Kamera. Oder warte, ich mache so ein tolles Selfie. Oh. Moin Leute, wie auch in den letzten Jahren habe ich natürlich auf der Gamescom mal wieder ein paar richtig coole Fangeschenke bekommen. Und die werden wir natürlich auch dieses Mal auspacken. Das ist ja praktisch schon Tradition, dass Pidizel danach mal ein bisschen guckt, was denn da so alles in den verschiedensten Boxen drin ist. Bei mir ist sogar noch gar nicht alles angekommen, denn die Leute von YouTube Gaming und Nintendo, die werden mir noch ein bisschen Stissel vorbeischicken. Und meine Damen und Herren, ja, das Ganze ist im Müllbeutel eingepackt. Aber anders ging das einfach nicht zu transportieren, denn ich kann ja nicht zaubern. Dann haben wir hier nochmal einen dicken Packen Sack voll. Und was ein bisschen komisch ist, ist dieses Ding. Ich weiß nicht, was das ist. Vor allen Dingen verstehe ich auch nicht, wie das auf die Messe gekommen ist. Muss dann jemand nicht mal irgendwie reingeguckt haben? Ich weiß nicht, ob ihr es hört. Es klingt echt komisch. Ich habe keinen Plan, was das ist. Aber wir kümmern uns jetzt erstmal um den anderen Stissel. So, kurz mal wieder runter vom Tisch. Lasst auf jeden Fall eine kleine Bewertung da, wenn ihr Bock habt auf mehr Auspackvideos. Dann fangen wir doch einfach mal an mit dem ersten Paket. Au! Alter! Ein kleiner selbstgebastelter Pidizel. Depp der? Och Mann, guck. Seht ihr das? Darf Mini Pidizel bei dir wohnen? Natürlich! Na klar, der setzt sich jetzt erstmal hier vorne hin, Alter. Tipptopp, ich habe hier vorne ja noch die Ecke mit den ganzen anderen Geschenken. Übrigens, Briefe werde ich mir definitiv durchlesen, keine Sorge. Aber sonst wird das Video wahrscheinlich 1,5 Stunden lang. Wir können ja zumindest hier schon mal gucken, darf vorgelesen werden. Von Feline ist das Ganze. Das ist nämlich wichtig, dass man sich dann zumindest direkt im Video nochmal bei den Leuten bedankt. Das sieht auch cool aus. Alter! Der komplette Freedom Squad. Bisschen was zu naschen. Au! Und so ein richtiges Buch mit ganz vielen Bildern drin. Guck mal hier, hier sieht man das sogar von Twitch. Da gibt es übrigens auch bald hoffentlich wieder den ein oder anderen Livestream auf Twitch. Da gab es ja das ein oder andere Problem. Das ist echt mega cool. Und nochmal ein schöner Pidizel auf einer Leinwand. Feline, vielen, vielen Dank. Die Box darf ich doch aber wegschmeißen, oder? Die braucht doch nun wirklich niemand. Was hast du denn da für Schuhe geholt? Tubular Shadow. Okay. Schuhgröße 40. Alter Falter. Was ist das denn für ein dickes Ding? Für Paluten. Als ob. Zieht euch das mal bitte rein. Seht ihr, wie groß das ist? Man kann das. Ich kann das gar nicht so sehr auf Kamera bannen. Alter Schwede. Mit allen Leuten. Das ist ja unglaublich. Alter Falter. Und da hat gerade mein Handy vibriert. Warte mal, ich muss das vielleicht mal von meiner Kamera. Wo habe ich das denn? Hier ist das. Nicht, dass es Störgeräusche gibt. Sieht irgendjemand einen Namen irgendwo? Ah, da. Ach, das ist auch von Flixpixel. Ey, das ist echt mega, mega cool. Das ist echt krass. Vielen, vielen Dank. Also das bekommt auf jeden Fall einen Special Platz irgendwo bei mir. Denn ich will nicht wissen, wie viel Arbeit das gekostet hat. Ich bin euch auch mega dankbar. Also, das ist echt richtig, richtig geil. Hä? Hier ist eine riesige Tomate. Mr. Tomato! Alter! Mr. Tomato. Ja, der war ein guter Typ. Einfach mal öffnen. Zwei kleine Briefe. Alter! Die Edgar-Spitzhacke. Dann ebenfalls noch ein kleiner Edgar. Der scheinbar ein paar Murmeln? Kann man das essen? Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber den ganzen Stissel kann man essen. Jetzt müssen wir hier mal gucken, von wem ist denn das überhaupt? Hier sehen wir einen Puffy. Also hier ein Klumpi. Hier ist der Puffy. Aber ich finde keinen Namen. Vielleicht ist da ja gleich noch irgendwas anderes. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Das fühlt sich auf jeden Fall nach einer Leinwand an. Mal gucken. Tatsächlich. Und es riecht auch wie eine Leinwand. Bam! Da habe ich jetzt aber schon einen Namen gesehen. Bei Fanfiction-Mädchen. Insta@fanfiction_Mädchen. Vielen, vielen Dank. Was ist das dahinter? Ah, hier ist sogar auch noch ein kleiner Brief. Hey Palle, ich wollte einfach mal Danke sagen. Du reißt dir täglich den Arsch auf, um Videos zu machen. Oh, von Amelie. Vielen, vielen Dank, liebe Amelie. Oh! Guckt euch das an!
Noch ein Kottkissen. Aber dieses Mal ein weibliches Kottkissen. Das ist ja nice, weil ich habe da vorne ja die beiden Jungs, die tatsächlich, der kann nicht furzen, aber man weiß es ja auch. Frauen furzen nicht. Das ist biologisch nicht möglich. Was haben wir hier? Oh, ein kleiner Edgar. Und hier ist so ein komischer Bart, Alter. Der ist wahrscheinlich für die Almighty Power Machine. Nice, Alter. Au. Oh. Leute, Hansestadt Hamburg. Was ist denn da drin? Ah, oh. Guckt euch den kleinen Willi an. Hier auch direkt mit dem Hamburg-Logo. Ach Mann, ey. Ich muss unbedingt mal wieder nach Hamburg. Ich vermisse meine Freunde und meine Family. Da war ich jetzt echt relativ lange nicht mehr. Relativ. Ich war zwar letztens erst da, aber da war das eben nur für einen ganz, 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 ganz kurzen Zeitraum. So, jetzt müssen wir doch mal das Big Baba-Geschenk hier auspacken. Also, es ist krass. Ich hoffe, das ist irgendwie kein Kopf oder so. Okay, jetzt bin ich echt gespannt. Gucken. Oh. Es hört sich so an, als wäre das... Es wäre... Also irgendwas aus Plastik? Playmobil oder so? Da hört ihr das? Eine Nerf? Ist es tatsächlich? Das ist eine Nerf-Gun. Als Oppi. Leute, ihr seid doch verrückt. Krass. Mit Schleim? Öffne mich. Hi Palle, ich hoffe, mein Geschenk gefällt dir. Mit dem Schleim kannst du Revi ärgern. Der Schleim ist original aus GLPs Mull und die Aslak-Waffen habe ich aus dem Aslak-Store gekauft. Viel Spaß und Grüße Ecker von mir. Liebe Grüße, 8C Aran von Elias. Alter, Elias, du kannst mir doch nicht einfach so einen Nerf-Gun-Stüssel schenken, Alter. Wie baue ich denn das? Hallo? Ah, hier rein damit und Treffer, Alter! Aber ich verstehe noch nicht ganz, wie ich das jetzt... Ah, warte. Nummer 1. Nummer 2. Und damit ist das Ding fertig. Nice one. Gehören hier auch Batterien rein? Ah, nee, nee, man... Hier mit... Wow! War das geladen? Ja, da sind auf jeden Fall keine Batterien drin. Das kann man immer richtig schön... Batz, zack, zack, batz. Mega nice. Ja, okay, mit dem Schleim müssen wir mal gucken, Alter. Hier haben wir auch noch mal eine kleine Leinwand. Ich habe gar keinen Platz mehr. Und, alter Falter. Wie geil sieht das denn aus? Zieht euch das mal rein. Mega, mega krass. Wow. Hier unten links steht irgendwie Pokémon Art Academy. Aber was ist das denn? Also wie geil, oh Gott, ich darf hier nichts, ich muss jetzt vorsichtig sein. Ich möchte hier nichts irgendwie zerreißen. Ah, so. Guckt euch das mal an. Wie geil ist das denn? Richtig gut. Also Respekt. Von Olivia_NE. Da unten sieht man das. Alter, du hast echt richtig Talent. Ich bin echt immer sehr, sehr beeindruckt. Oh, warte, hier ist ein Zettel. Was Kleines zum Lesen. Hallo Paluten, ich lese dir mal ganz kurz, so ganz kurze Teile. Hallo lieber Paluten, wenn du diesen Brief liest, habe ich dich tatsächlich auf der Gamescom getroffen. Vielen, vielen, vielen Dank. Jetzt hätte ich ja fast noch den Schlüssel von YouTube Gaming, beziehungsweise auch noch Elgato vergessen, denn bei denen bin ich vorbeigehasselt. Nein, das ist kein Placement oder sonst was. Die haben mir das einfach zur Verfügung gestellt, als ich bei denen am Stand vorbeigehasselt bin. Und zwar kann man damit eine Kamera direkt an seinen PC anschließen und die als Facecam benutzen. Das ist richtig, richtig nice und super, super praktisch vor allem. Und, warte mal, das mal ganz kurz zur Seite, das muss ich die Tage auf jeden Fall mal anschließen. Dann gab es noch im YouTube Gaming Swag Pack ein Google Home. Ich meine natürlich Google Wi-Fi. Aber, worüber ich mich eigentlich am meisten freue, ist das hier. Wartet, das habt ihr vielleicht bei dem einen oder anderen schon mal gesehen. Entschuldigen Sie, Sir? Hier ist eine Google Play Card. Danke natürlich auch dafür, aber hier so eine Polaroid-Kamera. Mega, mega cool. Vor allen Dingen mega, mega oldschool. Wir haben da ja auch in der Lounge das eine oder andere Bild gemacht. Ich muss allerdings zugeben, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Auf jeden Fall muss wahrscheinlich der Schlüssel da irgendwie rein. Ich weiß, mein Vater hatte früher so eine Polaroid-Kamera. Kurze Erklärung für die Leute, die das vielleicht überhaupt nicht kennen. Und zwar macht man damit ein Bild und das wird dann instant hier vorne ausgedruckt.
Da muss man dann so ein bisschen wedeln, ein bisschen warten und dann hat man direkt ein Foto, was immer so einen ziemlich geilen Vintage-Effekt hat. Ah, hier unten kommt das rein. Das muss jetzt irgendwie in das Mull. Einmal rein. Okay. Guten Tag. Habe ich gerade irgendwas kaputt gemacht? Ich weiß es nicht. Ich mache einfach mal ein Bild der Kamera. Oder warte, ich mache so ein tolles Selfie. Oh. Und genau, so sieht das Ganze momentan noch aus. Das wird dann im Laufe der Zeit, klart das Ganze auf und man hat dann ein traumhaftes Bild. Muss dann so ein bisschen wedeln und ich glaube nach 5 bis 10 Minuten ist es dann ready to slurp. Mega, mega cool. So Leute, ich würde mal sagen, das war's mit diesem kleinen Auspackvideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr Bock auf mehr habt, dann lasst auf jeden Fall eine kleine Bewertung da. Na, sieht man hier schon ein bisschen was? Nee, noch nicht so richtig. Ansonsten wünsche ich euch allen noch einen traumhaften Tag. Ich werde jetzt gleich nochmal ins UFO hasseln, denn dort war ich ja mega lange nicht mehr. Mal gucken, was die Boys so treiben, was wir da so erleben werden am heutigen Tag. In diesem Sinne, habt noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.